Ja, guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Montag. Machen wir besser Licht an. Montag, dem 14. Februar 2022 um 8.30 Uhr. Ja, Punkt 8.30 Uhr. Und wir fahren gerade los hier in Gaggenau. Über 23 Tonnen geladen, also ordentlich drauf. Runter war es nicht ganz so viel. Ja, wir waren wieder auch mit zwei Autos hier. Ich dachte ja, wir starten zusammen, aber es sollte nicht so sein. Der Kollege hat noch keine Papiere und da wollte ich jetzt nicht darauf warten. Ja, der Titel ist ein bisschen heftig da. Aber dazu komme ich erst später. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen einsortieren, wie immer. Auch noch mal durchlüften, irgendwie auch nötig. Ja, das reicht. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende mit schönem Wetter. Also bei mir war das der Fall. Es war zwar immer noch ganz schön frisch, aber immerhin schon mal Sonnenschein und trocken. Ja, und jetzt kommt eine der... Nee, wir müssen sowieso einhalten. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal die erfreulichen Sachen, ne? Die guten Nachrichten zuerst. Ich meine, diejenigen, die sich ja das erste Privatvideo vom Wochenende, das etwas längere, angeschaut haben, zumindest den Anfang, die wissen auch schon so ein wenig Bescheid. Aber ich kann es ja mal so erzählen, wie das war. Ich habe also am Freitagnachmittag, ich war schon längere Zeit zu Hause, bekam ich eine SMS. Ja, die Absendernummer war mir jetzt nicht gerade bekannt, aber der Text sagte mir, das muss von der Firma sein. Und zwar wurde mir gesagt, dass ich so tanken soll, dass das Auto am Dienstagmittag mehr oder weniger leer ist. Und ja, am Dienstag müsste ich den LKW ausräumen, so nach dem Motto, damit du schon mal Bescheid weißt. Das heißt, nicht ausräumen, sondern umräumen. Also es wird am Dienstag, also morgen Mittag, ein anderes Fahrzeug kommen. Ich meine, was ich mit Sicherheit sagen kann, dass es ein Daimler sein wird. Alles andere ist offen. Ich habe jetzt heute Nacht ein bisschen Gerüchte gehört. Ne, so, ihr wisst ja, Gerüchteküche in der Firma. Es will jemand einen grauen gesichtet haben. Also Charterway ist wohl im Moment gar nicht, die können wohl überhaupt nicht liefern. Nein, es ist ein grauer, ein gekauftes Auto. Ja, ein 430er.
Und dann soll es noch einen zweiten geben, denn so wie ich gehört habe, auch bei meinem Kollegen, mit dem ich jetzt in der letzten Zeit öfter mal des Nächtens telefoniere, der hat mir auch gesagt, dass er die gleiche SMS bekommen hat. Auch sein Auto wird ausgetauscht. Er liegt jetzt kurz vor den 700.000. Ich habe ja, wir werden heute noch die 727.000 Kilometer voll machen. Da haben die aber richtig Glück gehabt, gerade in Gaggenau, mit der Verladerei, mit dem zweiten Auto. Weil jetzt fängt es nämlich an zu schiffen. Da haben sie echt Glück gehabt, dass es trocken geblieben ist. Ja, das ist also die eine positive Nachricht. Ich habe ja auch am Freitag noch mal ganz kleiner Firma gesagt, also, dass das nicht schön ist mit dem kaputten Spiegel und die Frage gestellt, wie lange ich denn wohl noch damit rumfahren muss. Man hat das registriert, man hat auch zustimmend genickt, aber man hat nichts gesagt. Ob man schon was wusste, weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein, egal. Ich bin mal gespannt, was es wird. Mein, zur Not fahre ich auch ein 430er, was soll's, ne? In der Ebene dürfte das keinen Unterschied machen. In den Bergen 20 PS, ja. Ja, gut, fährt er nochmal 5 km/h langsamer den Berg rauf, ne? Aber ich sag mal so, wenn die beiden Autos natürlich 430 sind, dann gibt es keine Überlegung. Sollte aber da ein stärkerer bei sein, eine 450er oder was, würde ich mal annehmen, dass man mir den zuweisen wird, weil das andere Auto immerhin ja zur Hälfte, also immer mit Klopapier fährt. Oder eben mit Hygieneartikeln, also mit leichter Ware. Nur dann vom Word mit den Wellen sind sie halt schwerer beladen. Also wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Ich sag mal so, für mich ist das hier mit diesem Auto die vorletzte Fahrt. Für euch sehr wahrscheinlich die letzte Fahrt. Also mit diesem LKW, mit diesem MP4 hier. Das heißt, ob da ein MP5 kommt, weiß ich auch nicht mal sicher, aber ich gehe mal davon aus. Naja, wie gesagt, aber mit diesem Auto, dem 2135, wie man ihn auch intern nennt, ist es, wie gesagt, für euch die letzte, für mich die vorletzte, außer ich käme noch auf die Idee, morgen irgendwie ein extra Video zu machen. Aber ich sag mal so, es gäbe einmal die Möglichkeit, ein extra Video zu machen. So, Abschied von dem Alten, aber es wäre auch, ja, durchaus auch ein Video machbar, Vorstellung des Neuen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das Ganze geht ziemlich unspektakulär. Also sprich, ihr habt einfach am Mittwoch eine andere, ja, immer noch diesen Bildausschnitt, aber eben an eine andere Optik. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, weiß ja, wir hatten ja mal für 3 Tage so ein MP5. Ja, und ziemlich sicher wechselt die Kamera auf die rechte Schulter. Von der linken weg auf die rechte Schulter, weil wir gesehen haben, alle zusammen kann man sagen, dass das besser ist mit den Displays. Aber warten wir erstmal ab. Die zweite gute Nachricht ist, ich hatte ja gesagt, ich habe da 3 Dinge am Laufen, ja, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass ich die alle am Freitag ins Positive wenden, was dann leider nicht der Fall war. Deswegen eben mein Video mit guter und schlechter Laune. Die zweite Geschichte, die sich auch jetzt in die positive Richtung gedreht hat oder entwickelt hat oder laufen wird, das ist, ja, ich
kann es mal kurz sagen. Einige von euch, die lange dabei sind, die werden das wissen. Ich war ja mal 11 Jahre selbstständig. Diese Selbstständigkeit musste ich und habe ich beendet nach 11 Jahren. Das ist nicht glücklich gewesen. Ich habe mich viele Jahre gut durchlaviert und habe dann aber mit dem Beginn der Vollzeit-Lkw-Fahrerei vor 6,5 Jahren, ja, das heißt das erste Jahr, glaube ich, bin ich sogar noch so durchgekommen, aber dann also vor etwas von über 5 Jahren habe ich dann den Entschluss gefasst und ja, nachdem 20 Jahre nichts gelaufen ist, habe ich dann so ein Insolvenzverfahren angemeldet, eingeleitet und habe jetzt auch brav 5 Jahre bezahlt und es wurde mir im letzten Jahr schon gesagt, dass hier nach 5 Jahren für mich, oder nein, das war eigentlich ein Jahr zuvor, das war nicht 21 in 20, da hat mir die Insolvenzverwalterin gesagt, also wenn ich jetzt mal eben 15 Mille auf den Tisch lege, dann wäre ich aus der Sache raus. Aber da habe ich zu ihr gesagt, das können Sie vergessen. Dann hat sie gesagt, okay, sie würde aber sehen, da ich gut jeden Monat bezahle, dass ich also nach 5 Jahren ausreichenden Prozentsatz zurückgeführt habe und dann den Antrag quasi auf vorzeitige Beendigung stellen könnte. Ja, und daran ist das nämlich gescheitert. Ich habe keinen Antrag gestellt, also hat man schön jetzt nochmal im Februar mir auch vom Januargeld etwas weggenommen. Das ist auch verloren. Das bekomme ich nicht mehr wieder. Aber ihr könnt mir glauben, ich habe an diesem Wochenende ein Schreiben aufgesetzt, was heute beim Gericht Bad Hersfeld eingeht. Und meine Insolvenzverwalterin hat gesagt, das geht zu 100%, wird dem stattgegeben. Ja? Also das heißt, in 3 oder 4 Wochen kriege ich Post und die Sache ist durch. Ja? Ich habe es dann erledigt. Ich habe dann so zu ihr gemeint, weil das ist vielleicht noch so ein bisschen interessant, ich habe dann so zu ihr gemeint, naja, das wäre ja eigentlich auch nur recht und billig, weil ja all die, die jetzt in der Corona-Phase eine Privatinsolvenz anmelden, ja schon nach 3 Jahren, egal wie viel sie bezahlen, wieder sauber sind, was sie auch bestätigt hat. Und dann hat sie noch einen schönen Satz gesagt. Ich habe dann zu ihr gesagt, naja, dass ich ja denke, dass der ein oder andere dabei ist, der ja gar nicht aufgrund von Corona jetzt quasi pleite gegangen ist, sondern der schon vor Corona am Schwimmen war und vielleicht sich nochmal mit den Zuschüssen über ein paar Monate gerettet hat. Auf jeden Fall gibt es da auch einige dabei, die mussten die Insolvenz anmelden und die hatte eigentlich gar nichts mit Corona zu tun. Und da meinte sie nur zu mir, dass es da so einige geben würde oder gegeben hätte, die nur darauf gewartet haben, dass dieses Gesetz geändert wird, eben runter von den 6 Jahren auf die 3 Jahre. Und sind dann erst hingegangen und haben ihre Insolvenz angemeldet. Also die im Grunde ihr das Anmelden ihrer Insolvenz so lange hinausgezögert haben, bis diese Gesetzesänderung durch war. Was macht er denn da oben auf der Brücke? Naja. Ja. Das sind natürlich 2 erfreuliche Dinge, wo ich zwar schon, ich hatte natürlich gedacht, ich habe am Freitag die Abrechnung in der Hand und sehe, aha, nichts mehr abgezogen, die Sache ist durch. Aber so einfach machen sie es einem nicht. Wenn du nicht danach fragst, dann kassieren die schön weiter. Sie hat gesagt, es besteht sogar die Gefahr, dass sie nochmal kassieren. Aber sie hat gemeint, das bekomme ich dann wieder, weil da gilt dann der Eingang meines Antrages, meines Briefes, der ja eben heute bei denen per Einschreiben vorliegen wird. Ja,
Ja, nur bei dem dritten Ding. Da hat sich nichts getan, obwohl ich da ja letztes Jahr Gespräch hatte und eigentlich geglaubt hat, man wäre sich auch einig. Da werde ich halt noch mal in der Firma nachfragen müssen, wann man denn daran denkt, das auch umzusetzen. Aber ich habe mir jetzt gesagt, ich will das jetzt erstmal abwickeln mit dem Fahrzeugwechsel und so. Und dann werde ich mich halt darum kümmern. Ja, jetzt ist es vielleicht umgekehrt. Also bei uns zu Hause soll es heute auch nochmal schön und sonnig sein oder werden. Es war ja die ganzen Tage immer umgekehrt. Hier in Gaggenau die Sonne und zu Hause grau, grau, grau. Aber ja. Vielleicht, wie gesagt, also wenn ich jetzt schaue, fahren wir in Richtung hell und hinter uns ist dunkel. Ja, und dann gab es natürlich am Wochenende wieder so unschöne Sachen, den Kanal betreffend. Das ist immer noch nicht das, wo ich sage, ich wurde bedroht. Es ist halt so gewesen, es hat jemand einen Kommentar geschrieben, einen kritischen Kommentar, der soweit erstmal in Ordnung war. Obwohl derjenige schon länger dabei war und eigentlich hätte wissen müssen, dass ich das gar nicht gut finde, wenn man mich irgendwie auf die Geschwindigkeiten anhaut oder so. Aber egal, es war noch okay. Ich habe dann eine kurze Erwiderung geschrieben. Ich meine, ich lese wirklich jeden Kommentar und das absolute Minimum, was ich aber so gut wie nie mache, ist also, dass ich ein Eigenhin mach, eben so Daumen hoch oder sowas oder wenigstens Danke schreibe. Nein, aber ich äußere mich auch zu den jeweiligen Kommentaren. Es kommt eben immer drauf an. Und hier habe ich auch eine kurze Erwiderung gemacht. Und ja, irgendwie hat derjenige dann wieder was dazu geschrieben. Das war aber alles noch im Rahmen. So, und dann hat jemand, ja, quasi sich auf meine Seite gestellt und in Anführungsstrichen mich verteidigt. Und diese Geschichte, ja, die haben wir schon mal gehabt. Das führt dann dazu, dass plötzlich es ein Hin und Her gibt mit Kommentaren, ja. Und ich meine, solange das alles noch in einem vernünftigen Rahmen bleibt, habe ich da auch kein Problem mit. Aber es wurde doch relativ schnell ausfällig. Insofern, dass es, so Sprüche gefallen sind wie, ja, du kannst mir nicht das Wasser reichen und sei ruhig, wenn du keine Ahnung hast und so. Das fand ich schon alles nicht mehr schön. Und ich habe dann, ja, und das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn mir Dinge da nicht gefallen, ich bin da relativ rigoros und konsequent. Ich gucke auch, das hört sich jetzt, das soll also nicht arrogant, aber ich gucke nicht auf den einzelnen Abonnenten oder irgendwie auf Klicks. Das hat für mich ja auch eben, dadurch, dass ja nichts da finanziell läuft, auch keinerlei Bedeutung. Nein, ich glaube, ich habe dann erst nur den ganzen Kommentar mit dem ganzen anhängenden Rotz, sage ich mal, weggelöscht. Dann hat aber jemand anderer noch mal einen Kommentar dazu geschrieben, hat sich allerdings vom Ton her da also ganz sauber im Rahmen bewegt. Aber der Betreffende, der da quasi, ja, mehr oder weniger indirekt angesprochen worden ist, der hatte eben gemeint, er müsste da doch wieder zurückschießen und ja, ist wieder ausfallend geworden. Weil, ich meine, es kann ja zutreffen, dass Leute, die bei der Müllabfuhr arbeiten, was weiß ich, die Bild-Zeitung lesen, und es kann auch zutreffen, dass man mal einen Fahrer sieht, der seine Stulle isst, während die anderen hinten die Mülltonnen wirbeln, weiß ich nicht.
Ich achte da nicht so drauf. Aber das ist auch völlig egal. Ich finde, wenn jemand, ohne dass man den anderen kennt und es sicher weiß, wenn dann jemand behauptet, naja, ich erwarte auch nichts, von, nichts anderes von einem Müll, ich sag's jetzt mal so leger, von einem Müllkutscher, außer Bildzeitung lesen und im Führerhaus sitzend fressen, dann ist das... Ja, das ist nicht mehr in Ordnung. Und da habe ich dann die Reißleine gezogen. Und Reißleine heißt immer über die Planke springen lassen. Also sprich, weg vom Kanal geblockt. Es war eigentlich jemand, der doch schon eine ganze Weile dabei war. Und es tat mir auch ein bisschen leid, der auch immer mal wieder einen Kommentar geschrieben hat. Aber wenn das zu angriffig wird oder so, nee. Da habe ich keine Böcke drauf. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt keine Kritik vertragen kann oder so. Ich kann durchaus Kritik vertragen, aber es muss absolut der Ton gewahrt werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es ist so, es nervt aber auch, wenn Dinge zum wiederholten Male angesprochen werden oder ja, nein. Es ist einfach so, ich mache diese Videos, weil es mir Spaß macht. Es gibt einen ganzen Teil Leute, die haben auch ihren Spaß daran. Und ich mache absolut nicht diese Videos, um irgendwie mich zu ärgern, um genervt zu werden, um mir Gedanken zu machen, machen zu müssen. Na? Und ganz übel wird es, wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist zu meinem Schaden. Und jetzt kommen wir, ach, wann bin ich denn überhaupt los hier, Leute? Ja, 27 Minuten haben wir schon. So ein Stündchen, ja, so ein Stündchen nehme ich euch mit, dann will ich eh zu Hause anrufen. Also das alles hatte ich eigentlich schon Samstag geregelt. Also Samstag war ein super Tag, zwei herrliche Spaziergänge bei herrlichem Wetter. Lecker gegessen, ach, alles hat gepasst, alles war super. Und gestern, gestern Morgen, ich mache da meinen Kanal auf, guck da rein, steht da ein Kommentar. Ja, und der Kommentar, der war so ein kleiner Schlag in die Magengrube. Da hat doch jemand glatt geschrieben, also ich hätte ihn überholt und hat dann er fuhr wohl auch einen Daimler, sodass er also beim Einscheren sehen konnte, wie hoch ich mein Auto habe laufen lassen. Und er sprach dann die Geschwindigkeit an und meinte, ich wäre also 3 Meter vor ihm reingezogen. Und er wolle also, und ich hätte ja meinen Firmennamen auf dem Wagen, ja, der ist auf dem Wagen, ich meine, da habe ich ja auch keinen Hehl rausgemacht. Und das wäre ja schön, er wolle also heute am Montag in der Firma anrufen, mit meinem Chef reden und ja, bei der Autobahnpolizei eben auch etwas lostreten. So, ich habe fast schon ein bisschen zu schnell, ich habe mich hinterher ein bisschen geärgert, weil ich meine, derjenige hätte mit seinem richtigen Namen da operiert, den hätte ich mir ja gerne mal gemerkt oder aufgeschrieben, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, ich habe das Ding gelesen, ich habe sofort denjenigen für den Kanal blockiert, ja, weil ich gesagt habe, so jemanden, den will ich aber absolut nicht hier auf dem Kanal haben. Weil, und da muss ich schon zugeben, dass das Ding, das schwirrte mir dann schon eine ganze Weile im Kopf rum. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe meiner Frau gar nichts davon erzählt. Sie schaut sich zwar immer, das heißt, sie lässt die Videos immer durchlaufen,
Aber schaut nicht immer hin und hört auch nicht immer hin. Das heißt, wenn ich das jetzt erzähle, kriegt es das auch nicht unbedingt mit. Und wenn, naja, gut, dann ist es halt so. Ich habe es ja gestern absichtlich nicht erzählt, weil sie macht sich bei derartigen Dingen immer sehr, sehr große Sorgen. Sie hat schon einige Male, ja, die Sorgenfalten auf der Stirn gehabt bezüglich des Kanals. Und das kann es ja nicht sein. Also ich habe nur so für mich überlegt, dass es ja schon ein paar Konsequenzen haben wird. Oder ein paar Konsequenzen hört sich vielleicht jetzt zu extrem an. Aber es gibt eine Konsequenz. Ich werde jetzt immer verstärkt auf die Fahrerei achten beim Video. Also sprich, so, auch wenn sie nur ganz kurzfristig sind, also diese Spitzen oder so, werde ich mir dann zum Teil eben schenken, weil ich habe keinen Bock, durch den Kanal angegriffen zu werden oder angreifbar zu sein. Tut mir leid, das ist es nicht wert. Ich meine, es gibt Leute, die sind mittlerweile groß und kriegen auch viel Geld rein durch ihre Kanäle. Die rennen natürlich mit solchen Dingen sofort zu ihren Anwälten. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf, habe ich keine Zeit für, nein. Also bevor es ausartet, würde ich sogar den ganzen Kanal einstampfen. Nein, da würde ich also nichts kennen. Beziehungsweise habe ich ja das so ein bisschen parallel aufgebaut, dass eben auch andere Videos mal kommen und die auch ihre Zuschauer finden. Oder ich müsste halt das ganz anders aufziehen. Es gibt ja auch zig Leute, die LKW-Videos machen und gar nicht so viel von der Fahrerei zeigen. Ich meine, ich weiß, dass es bei mir geschätzt wird, dass es genau das ist, was, sagen wir mal, einen ganzen Teil der Leute, die bei mir eben auf dem Kanal schauen, dass es genau das ist, was sie anspricht. Dieses Mitfahren, ja, was auch von der Kameraherstellung her eben auf 100% kriege ich es ja nicht, dann müsste ich mir die Kamera in der Stirn einarbeiten oder sie müsste hier vor meinem Gesicht hängen, ja. Aber doch so weitgehend wie möglich sitzt die Kamera so wie so ein drittes Auge oder als wenn ich den Kopf so ein bisschen weiter links hätte und es vermittelt schon einen recht guten Eindruck des Mitfahrens. Und ich weiß halt aus den Kommentaren, dass das viele mögen. Und ja, dass es eben viele mögen, diese längere, ununterbrochene, ungeschnittene Mitfahrt am Stück. So, jetzt werden wir auch schön hier abdrosseln, damit er nicht, also das, was er jetzt noch über die 90 gleich gehen wird, das ist Software von Mercedes. Ich bin ja jetzt auf 85 zurückgegangen, damit er ihn nicht zu viel laufen lässt. Ach, macht er gar nicht. Er lässt ihn nur bei 90 rollen. Ja, ob da jetzt was raus wird, weiß man nicht. Kann sein, kann nicht sein. Man wird es sehen. Ich werde natürlich davon berichten. Sollte da irgendwie was kommen, sollte da was passieren. Aber es ist schon irgendwie eine Sache, die kann einem schon so ein bisschen den Sonntag vergraulen. Ne? Ja, ansonsten war es natürlich ein bisschen blöd. Die andere Hälfte der Familie, also sprich Tochter und Enkel, natürlich in Quarantäne. Die Tochter dann alle möglichen Wände gestrichen zu Hause, weil schlecht ging es ihr nicht.
Und sie hatte auch keine großartige Symptomatik da vom Covid. Und ja, allerdings gibt es jetzt das Problem, dass halt ja so eine Uneinigkeit besteht. Also am Anfang war es ja noch so, dass die Firma gesagt hat, sie brauchen einen PCR-Test, weil sie in der Altenpflege arbeiten. Jetzt aber ist die Chefin wohl echt langsam in der Bedrulle vom Personal her. Und fängt auf einmal plötzlich an zu erzählen, ja, es wird ja ein einfacher Test reichen. Unsere Tochter hat sich aber schlau gemacht, was das Gesundheitsamt verlangt. Und das ist eben der PCR-Test, weil sie halt da in der Pflege arbeitet. Und wenn sie das nicht einhält und es schwärzt sie jemand an, dann, ich weiß auch nicht, wie die Arbeitgeberin da auf die Idee kommen kann, das zu umgehen, weil sie wäre ja mitreif, ja, bei so einem derartigen Verstoß. Außerdem ist es ja auch eine hohe Verantwortung, denn sollte die Tochter noch ansteckend sein, würde sie ja eben sehr gefährdete Leute anstecken. Ich meine, wir zu Hause, wir wissen gar nicht, vielleicht haben die uns ein bisschen angesteckt und wir haben, ne, ich war so ein bisschen verschnupft und so. Wir wissen es nicht. Ich habe einen Lolli-Test gemacht, weil meine Frau mich da immer genervt hat. Habe ich dann einfach mal so einen Lolli-Test gemacht, der war negativ. Auch bei meiner Frau war der negativ. Ja, und damit, das war's dann. Ne? Weitere Verhaltensmaßregeln gab es für uns nicht. Das Gesundheitsamt hat auch bei der Tochter nicht gefragt, mit welchen Personen sie jetzt erst Kontakt hatte. Allerdings für sie galt schon eben Quarantäne. Mit dem Jungen zusammen. Bei dem reicht ein einfacher Test, der kann sich jetzt irgendwie freitesten, dann kann er wenigstens in die Kita. Aber sie kann frühestens heute zum PCR-Test gehen. Ergebnis wahrscheinlich erst wieder Mittwoch, Donnerstag, weil die Labore einfach nicht hinterherkommen. Und ich hatte das... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich war ja beim Tierarzt und so letzte Woche. Und dann habe ich kenne ihn ja schon seit 20 Jahren, dann habe ich auch mit dem so ein bisschen über die Sache gesprochen, habe ihm geschildert, was da für ein Blödsinn läuft bei der Tochter eben mit, erst kann der Junge nicht in die Kita, weil die Erzieherin Corona hat, als er dann wieder kann, reduziert die Kita plötzlich ihr Angebot, weil sie Personalmangel haben. Und als er dann wieder, er hätte ja am Freitag wieder in die Kita gehen können, da kann er nicht gehen, weil seine Mutter plötzlich positiv getestet ist. Und sie hatte ja vorher Schnelltests gemacht und die waren ja alle negativ. Sie hat 2 oder 3 Schnelltests gemacht, die negativ waren. Und der PCR war dann plötzlich positiv. Und mein Tierarzt hat nur gemeint, die Schnelltests, die kann man alle vergessen. Der einzig wahre Test ist der PCR-Test. Ja, und dann habe ich nur zu ihm gesagt, dass ich aber so eine Schlagzeile gelesen hätte, dass die Veranlassung zum PCR-Test zurückgefahren werden soll. Und da hat er nur den hier gezeigt, eben Geld, Kosten. Und da kann ich eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ne? Man will die Tests, die wirklich zuverlässig und präzise was anzeigen, die will man zurückfahren. Und die anderen Tests, die kann man sich im Grunde sparen, die kann man alle in die Tonne treten. Ne? Es ist einfach nur Elend, ey. Und ich habe dann auch so ein bisschen gelesen, wie sie jetzt in Schweden lockern und so. Und bei uns sind da ja noch gar keine wirklichen Aussichten.
so, wie es sich anhört und aussieht. Also ich sag mal, das Letzte, was wir loswerden werden, wenn wir es dann loswerden, das ist ja die viel geliebte Maske. Und da habe ich nur zu meiner Frau gesagt, naja, weil wir haben, glaube ich, auch so ein Video gesehen, da haben sie dann auch alle Maske getragen und so. Und da habe ich nur so zu meiner Frau gemeint, naja, wenn die Maske bleibt, dann können wir uns ja zukünftig den Zahnarzt sparen. Der braucht so ein bisschen, bis er gewirkt hat. Aber im Grunde ist es so, wenn wir permanent die Maske im Gesicht haben, da braucht man sich im Grunde nicht mehr darum zu scheren, wie der Zahnstatus ist. Ach ja, es ist einfach nur zum Winseln. Ja, die Fahrt heute Nacht, die ging wieder ratzi-fatzi rum. Also das ist total irre, wenn wir miteinander telefonieren. Das ist so ähnlich wie hier, wenn ich ein Video mache. Die Zeit ist in 0, nichts gelaufen. Er erreicht ja immer seinen Zielpunkt vor mir. Ich habe dann noch so ein Stündchen. Ja, da habe ich es gerade geschafft, mal noch 50 Minuten in ein neues Hörbuch reinzuhören. Ich habe mir nämlich gestern erstmal wieder 8 Stück heruntergeladen. Es war auch bitter nötig. Ich war da ein bisschen abgebrannt. Aber jetzt sind wir erstmal wieder ein wenig versorgt. Ja, dann hatte jemand, das ist ja, es gibt da ein Video bei mir, wo ich über Gehalt und Spesen spreche. Das ist schon, naja, nicht 2 Jahre alt, aber 1,5 Jahre ist das mindestens alt, wenn nicht sogar älter. Aber da gibt es immer mal wieder Leute, die da nochmal einen Kommentar drunter schreiben. Und diesmal hat da auch jemand einen Kommentar geschrieben. Ich meine, ich fand es schon gut, dass jemand mal solche Infos raushaut. Allerdings habe ich zurückgeschrieben, dass mir das schon bekannt ist mit diesen Werksfahrerstellen. Aber die sind natürlich im Vergleich zahlenmäßig viel, viel geringer als Stellen so im Speditionsverkehr. Es geht eben darum, so als Werksfahrer, da sind schon durchaus 2.000, 8.000, 3.000 Euro brutto drin als Gehalt. Aber wie gesagt, diese Stellen sind ja auch stückzahlmäßig viel, viel geringer am Markt als jetzt die allgemeine Lkw-Fahrerei, sei es hier Kipper oder Plane oder sonst was. Also im Vergleich zum Speditionsverkehr, ja. Und bei mir ist es ja jetzt mittlerweile so, würde mir zwar jetzt bei meinem mittlerweile schon erreichten Alter keinen Kopf mehr darüber machen, eine Stelle zu finden, ja. Das ist keine Kunst bei der derzeitigen Marktlage bezogen auf Lkw-Fahrer, aber auf bestimmten Stellen kann ich aufgrund meines Alters schon nicht mehr landen. Also, wenn jemand eine Stelle zu besetzen hat für Werksverkehr, eventuell auch noch mit einer etwas erhöhten Fahrzeugtechnik zusammenhängt, also sprich, du fährst irgendwie einen spezielleren LKW oder so, wo du eine Einarbeitung brauchst oder was, da sage ich euch, da werden die natürlich schauen und dann lieber zu dem greifen, der, ich sag mal, 45 ist, ja, den sie also locker noch 10 bis 20 Jahre in der Firma haben. Und nicht so jemanden wie mich, wo also ja in 4,5 Jahren
weil mit 66 und 2 Monaten eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht ist, außer ich würde jetzt noch so ein bisschen nebenbei fahren wollen. Also, dass ich danach noch Vollzeit weiterfahre, das werde ich ganz sicher nicht tun. Da habe ich nämlich dann auch, da würde dann auch der Haussegen schief hängen. Also ich habe es gestern erst wieder gemerkt, wir haben auf dem Spaziergang mit den Hunden jemanden getroffen, der hat früher beim TÜV gearbeitet. Es war immer nett, wenn man dann da hingefahren ist und ja, quasi der Prüfer war dann ein Bekannter aus dem Dorf, also es ist lediglich ein Bekannter. Man kennt sich, man quatscht schon mal miteinander. Nein, und die sind uns gestern, er und seine Frau, auf dem Spaziergang begegnet. Und dann hat er so ein bisschen so gefragt, ob ich noch am Fahren bin und so weiter und so fort. Und da habe ich ihm, ja, so einen groben Planentwurf in den Raum gestellt. Also ich habe ihm halt gesagt, ich muss ja bis 66 2 Monate, mit 65 muss ich mich noch mal qualifizieren, ja. Und das gilt dann ja für 5 Jahre. Und das heißt, da wären ja noch 3,5 Jahre offen. Und da habe ich dann so zu ihm gesagt, ja, da will ich es dann so langsam ausklingen lassen, nebenbei fahren. Also da hat sich meine Frau doch so ein bisschen aufgeregt und meinte so, wie lange willst du denn noch arbeiten? Nein? Ob ich denn auch mit über 70 noch auf dem Bock sitzen wollte? Da habe ich natürlich abgewiegelt und habe Nein gesagt. Ich denke auch nicht daran, dass ich, wie gesagt, also Vollzeit nicht, sondern irgendwie ein bisschen nebenbei vielleicht noch. Man muss sehen, ob man dann überhaupt noch Bock hat. Denn meine Frau meinte, es wären so viele Ecken bei uns zu Hause, wo ich mich beschäftigen könnte. Und Geld wäre halt nicht alles und so. Und wir würden auch mit weniger Geld auskommen. Naja, da müssen wir halt mal sehen. Sie hat ja irgendwo auch recht. Und ich bin ja auch gerne zu Hause und ich würde mich ja auch gerne zu Hause wieder mehr einbringen in viele Dinge, so wie ich es früher auch getan habe, eben bevor ich mit der LKW-Vollzeitfahrerei angefangen habe. Ist halt so, dass ich versuche ja, das irgendwie hier mit der ganzen Videomacherei möglichst, ja, dass sich das nicht zu sehr aufs Privatleben auswirkt. Also sprich, meine Frau beschwert sich immer mal wieder, ne, dass ich zu viel da bei YouTube drin bin, zu viel am PC hänge und so. Und ich kann das jetzt auch nicht so bestreiten oder von der Hand weisen. Man beschäftigt sich schon damit. Ne? Wenn man nicht das eigene Video bearbeitet, dann schaut man eben bei anderen Leuten rein, aus unterschiedlichsten Gründen. Sei es, um irgendwie ja, Anregungen, Ideen zu bekommen, sei es, weil einem was interessiert oder zum Zeitvertreib, eben je nachdem. Also, aber ich habe ja schon mal gesagt, es ist bei mir auch so,
Ja, habe damit angefangen und habe ja auch schon mittlerweile da einiges an Erfahrungen sammeln können. So dieses, habe ja feststellen können, dass tägliches, na, wieso bremst du, alter Kollege? Dass wenn ich zum Beispiel täglich ein Video bringe, das auch schnell mal ein bisschen in Stress für mich ausartet. Ja, weil ich dann nicht nachkomme mit dem Beantworten der Kommentare und mit dem Lesen und so weiter. Und ich würde es trotzdem noch mal wieder machen, wenn jetzt eine spezielle Woche käme, eine Woche eben freier Verkehr halt, wo wir jeden Tag woanders hinfahren, da würde ich durchaus auch noch mal wieder jeden Tag ein Video bringen. Ja, man muss schon die Gelegenheiten auch nutzen, die sich bieten. Aber hier bin ich wirklich froh, dass wir zu so einem schönen Rhythmus gefunden haben mit dem Montag, Mittwoch, Freitag. Und ja, natürlich gibt es vielleicht den einen oder anderen, der würde auch noch sich Dienstag und Donnerstag ein Video reinziehen. Aber es gibt jetzt nicht die Rufe, dass das sein muss oder so. Nein, das passt eigentlich immer sehr gut. Nein. Freitags nehme ich euch quasi mit ins Wochenende. Montags geht es immer bei Zeiten los. Und wenn es dann irgendwo zum Sommer hin auch mal wieder morgens in der Anfahrt auf Gaggenau hell sein wird, dann werden wir auch mal diesen Streckenabschnitt nehmen. Ein Glück da mit der Verladung. Ich frage ihn heute Morgen, ich sage, heute ist er trocken, ne? Also ich ziehe alles bei mir komplett, ja, ja, sagt er. Und sie haben es ja auch geschafft, aber jetzt wäre das natürlich dumm geworden. Naja. So, mal schauen, ob ihr noch am Ball seid. Ja, alles ist gut. Kiste läuft. Ja. Vielleicht stehen natürlich heute mit, na, das glaube ich aber weniger. Das heute, obwohl einer soll schon, also dieser graue 430er, der soll glaube ich sogar schon auf dem Hof gewesen sein. Den hat glaube ich schon ein Kollege gesichtet. Ich habe nichts gesehen. Aber ich muss auch zugeben, als ich heute Nacht in die Halle gegangen bin, ich habe gar nicht so genau hingeguckt. Weil ich jetzt einfach im Hinterkopf hatte, Dienstag wird umgeräumt und naja, und Dienstag sehe ich ja dann halt, was für ein Auto kommt und das reicht mir ja dann auch. Ich habe ja schon mal erzählt, mit zunehmendem Alter wird man ruhiger und geduldiger, was das betrifft. Und ich habe zu meiner Frau auch schon öfters gesagt, die oft ist die Vorfreude intensiver und schöner als die Freude über irgendwas. Ne? Also die Vorfreude, man freut sich da, ich sag mal jetzt, auf eine neue Armbanduhr, die man sich bestellt hat. Und dann, da verspürt man schon große Vorfreude. Und man ist natürlich auch noch erfreut, wenn sie dann da ist, aber dann ist die Sache auch irgendwie durch, ne? Dann hat man sie und dann ist auch gut. Natürlich, wenn man sie dann immer mal wieder an den Arm nimmt, erfreut man sich daran, das ist klar. Aber es gibt ja nicht umsonst eben diesen alten Spruch, Vorfreude ist die schönste Freude. Obwohl, wenn man natürlich gar nicht so weiß, was kommt, ist das auch mit der Vorfreude nicht ganz ungefährlich, ne?
Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht mache ich auch schon so ein kleines Extra-Dingelchen. Vielleicht mit der DJI so morgen mal aus der Hand so kurz. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da... bin da offen, sag ich mal. Dann hatte... ach so, da gab es noch eine Anregung. Ja genau, über die wollte ich auch mal kurz sprechen. Und zwar ist das ja bei mir so, speziell bei dem Montag- und Mittwochsvideo ist es ja wirklich so, ich stelle die abends rein, manchmal stellt meine Frau sie auch rein, und ja, ich sehe dann ja im Grunde die Kommentare erst am darauffolgenden Tag mittags. Und kann dann erst darauf reagieren. Warte mal. Plattfuß oder dergleichen, naja, keine Ahnung. Und kann dann halt erst darauf reagieren. Was natürlich manchmal schon ganz schön spät ist, weil da haben dann ja schon zig andere das gesehen. Und da machte jemand den Vorschlag, ich weiß, ich wusste auch schon vorher, dass es sowas gibt, so ein, ich weiß nicht, ob sich das Co-Moderator oder Moderator nennt oder so, also, ich als Kanalbetreiber könnte also einem meiner Kommentatoren zu einem Co-Moderator machen, und dann hätte dieser die Möglichkeit, so, naja, so unschöne Kommentare erstmal in der Überprüfung verschwinden zu lassen. Genau. Und wenn ich dann quasi am nächsten Tag mittags nach Hause komme, könnte ich eben schauen, was in der Überprüfung ist, und kann dann sagen, weg damit oder genehmigen. Die Idee, der Vorschlag ist gar nicht mal so schlecht. Also ich habe mir letztendlich überlegt, dass die Reaktionszeit auf solche Kommentare, die wäre natürlich deutlich kürzer, aber auch nur, wenn das jemand macht, der im Grunde ja Lust dazu hat, der auch die Zeit dafür hat, der im Grunde ja direkt am Ball ist, sobald mein Video rauskommt, und dann auch immer wieder schaut, was sich da so an Kommentaren ansammelt, um dann eben entsprechend schnell zu reagieren. Ich meine, derjenige, der es vorgeschlagen hat, hat gemeint, ich könnte ja mal heute am Montag so in die Runde fragen. Wie gesagt, ich bin noch nicht entschlossen, das zu machen, weil ich einfach, ja, ich finde, ich bin noch, der Kanal ist noch viel zu klein, weil, und es kommen auch nicht so viele Kommentare, dass ich das jetzt nicht unbedingt alleine bearbeiten könnte, aber das mit der, mit der Schnelligkeit der Reaktion, das ist das, was mich überzeugen würde. Na, dass in der Zeit, wo ich im Grunde im Bett liegen muss, schlafen muss, damit ich wieder fit bin für meine Tour, in dieser Zeit werden ja schon viel die Videos angeschaut und auch kommentiert. Und wenn dann derjenige natürlich am Ball wäre, eben abends halt, also spät Nachmittag abends, dann wäre das schon super. Und wenn derjenige dann auch noch, ja, entsprechend schnell reagiert. Ich habe gestern, also ich gucke da eigentlich immer mal wieder rein, aber da war jetzt,
Ach, seit ewigen Zeiten nichts mehr in der Überprüfung. Und gestern schaue ich da rein, da sind da auf einmal zig Kommentare in der Überprüfung. Aber nicht wegen diesen Erstkommentaren, sondern die ganze Geschichte ist in der Überprüfung gelandet wegen Zusatzkommentaren, die da von jemand abgegeben worden sind. Und ja, erst habe ich ein paar Dinger genehmigt, aber dann habe ich gemerkt, dass diese Kommentare ja teilweise echt ganz komisch, unschön und wirr sind. Und dann bin ich hingegangen und habe die alle weggelöscht und habe die eigentlichen Kommentare eben genehmigt, aktiviert. Und dann habe ich noch einen Moment überlegt und ich weiß nicht, was das sollte, warum jemand hingeht und 20 ja, Kommentare schreibt, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich nur um des Kommentars willen. Ja, auch da habe ich die Reißleine gezogen. Weil ich einfach gesehen habe, es bringt eher Nachteile als Vorteile, das Zeug stehen zu lassen, beziehungsweise der Person weiter die Möglichkeit zu geben, sich da auf dem Kanal zu tummeln. Ja, also es ist ganz klar, in dem Moment, wo mir der Kanal schadet, es ist völlig egal, in welcher Form, ob es jetzt finanziell ist, mein Ruf ist oder sonst irgendwas. In dem Moment, wo er mir nicht mehr gut tut, wie man so schön sagt, da würde ich mir ganz schnell was überlegen. Weil das kann es ja nicht sein, dass man so etwas macht, dass man auch Freizeit dafür opfert, um dann hingehängt zu werden, ja. Nee, tut mir leid. Da hört bei mir der Spaß auf. Weil das mache ich ja häufig so, wenn Kommentare für mich daneben sind. Das ist im Grunde so die erste Verwarnung, die rote Karte, lösche ich den Kommentar. Na. Und wenn dann aber jemand meint, er müsste noch weiter auf dem Thema herumhacken, dann lösche ich auch durchaus denjenigen. Ganz einfach. Ich meine, der Erstere, von dem ich sprach, wo eigentlich er nur ausfällig geworden ist gegenüber anderen Kanalzuschauern, mir gegenüber hat er immer noch so den Ton gewahrt, muss ich wirklich sagen. Hat auch eigentlich geschrieben, dass er mir nichts will, glaube ich ihm sogar. Aber trotzdem habe ich es ihm nicht durchgehen lassen, andere ja doch schon irgendwo beleidigend anzugehen. Und ich habe es mir halt gut überlegt. Denn ich möchte, ach so, ja, ich wollte sagen, genau, er hatte vorher schon mal in einem Kommentar geschrieben, dass er, das hatte ich auch mal in einem der letzten Videos erzählt, ja, dass er das doch ganz okay findet, wenn er so mal stichelt, es wären alle so nett zueinander oder es würde so nett zugehen bei mir auf dem Kanal. Ich habe ihm dann geschrieben, dass ich das eigentlich ganz gut finde, dass es so läuft,
Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, hat derjenige das nicht so für ernst genommen oder was? Ich kann es nicht sagen. Er konnte es auf jeden Fall nicht lassen. Ja, ich glaube 9.30 Uhr, der Zeitpunkt ist erreicht. Ja. Ja, ja, wir haben auch unser Stündchen voll. Und ich würde sagen, für heute, weil ich merke auch gerade, ich kriege so eine kleine Müdigkeitswelle. Ich muss ein bisschen was tun dagegen. Ich würde sagen, noch kurz erwähnt, der Themenvorschlag, der da gekommen ist, ich hatte es ja schon im Kommentar geschrieben, dass ich den ganz gut finde und den werde ich auch aufgreifen, wahrscheinlich am Mittwoch, allerspätestens am Freitag, wenn wir dann ein bisschen längeres Video wieder machen, auf jeden Fall in dieser Woche, ja, heute habe ich es halt nicht getan, aber das hatte ich mir gestern schon so überlegt, ich hatte halt jetzt mal andere Dinge loszuwerden und ja, ich würde einfach sagen, an dieser Stelle, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, wünsche euch eben auch eine gute Woche. Zumindest heute und morgen soll das Wetter ja auch einigermaßen okay sein, aber ist natürlich auch abhängig davon, in welche Ecke von Deutschland man sitzt. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund und macht schön gut.